KPM. Dide TV KPM. Weißt du, dass du schön bist? Deine Haare glänzen, deine Augen sind sehr schön und die Lippen sind wie eine Rosa. Wirklich? Danke schön. Ja. Oh nein, es ist schon Mitternacht. Was ist los? Ich muss los. Entschuldigung. Moment mal, deine Schuhe. Sejahtera. Halo ala zaman. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pastikan gunalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan seperti yang anda nampak tadi profil gue pada hari ini, kita ada dua orang cikgu, tetapi sebelum tu izinkan kami untuk berbahasa bahasa Jerman kerana program kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini akan adalah bahasa Jerman. Los sprechen wir auf Deutsch. Und bevor wir anfangen, wir haben zwei Lehrerinnen, die zusammen mit uns sind. Und ich wollte ja fragen, ob die sich vorstellen kann. Genau. Bitte schön. Ja. Hallo. Alles zusammen. Mein Name ist Nur Aswinda binti Ismail. Ich unterrichte Deutsch seit 2005 in Sekolah Menengah Sains Tuan Ku Jaafar. Okay, und ihr könnt mich Frau Linda nennen. Okay, danke Frau Linda. Und wir haben auch Frau Bas. Ja, hallo, guten Tag. Ich heiße Basila binti Hashim. Ich unterrichte Deutsch seit 7 Jahren. Und jetzt arbeite ich in SMK Putrajaya. Ihr könnt mich Frau Bas nennen. Dankeschön. Okay, danke schön. Und was ist unser Thema für heute? Unser Thema für heute ist Personen beschreiben. Ja? Oh, okay. Zum Beispiel hier. Ja. Wir haben eine Frau hier. Ja, wie sieht sie aus? Ja. Sie hat blonde Haare und dann blaue Augen. Sehr schön. Und dann kleine Nase. Ja, das wie machen wir die Beschreibungen, ja? Okay. Aber Moment. Wer ist diese Frau? Okay, diese Frau ist eigentlich eine Figur auf Märchen, ja? Vielleicht kennt euch, ja? Okay, Frau Bas, ja? Kennst du Figuren aus Märchen? Ja, ich kenne Figuren aus Märchen und ich mag besonders das Wort Käppchen. Wow, oh, Käppchen. Sie ist ein süßes und kleines Mädchen. Ja, Und Sean? Ich kenne Hansel und Gretel, weil die sehr mutig und auch intelligent sind. Und du, Frau Linda? Frau Linda, ja? Aber ich mach's vergessen. Hier, Frau Linda. Okay, ich mag Rapunzel, ja? Sie hat lange Haare, ja? Und dann sie ist attraktiv und dann sie mag Kunst, ja schon? Ja, genau. Und ich glaube, wir haben auch ein Video, die von unseren Schülern sind, wegen des Lieblingsfiguren. Ist das richtig? Genau. Jom kita tengok video tersebut. Okay, jom. Hallo, meinst du Märchenfiguren? Wow, ich liebe Märchen. Dönemischen gefällt mir. Sie ist intelligent und ist sehr nett.
nette und intelligente Posen brauchen wir mehr in dieser Welt. Tschüss! Hallo alle zusammen. Ja, ich interessiere mich für Ethan Bluebein, der Shepherd Boy auf Englisch. Er ist sehr klug und sehr weiß zum Antworten. Um weiß zu sein, muss man viele Kenntnisse haben. Gelesen ist eine Lösung. Tschüss! Meine Lieblingsfigur aus Märchen ist Aschenputtel. Ich mag Aschenputtel, weil sie sehr nett ist, ein edles Herz hat, unabhängig und mutig. Sie ist auch mit Tieren befreundet. Meine Lieblingsfiguren aus Märchen sind die sieben Zwerge. Sie sind kleine freundliche Menschen, die gerne anderen helfen. Das ist ein sehr interessantes Video und heute werden wir lernen über Beschreibung oder Personenbeschreibung. Genau. Ja, aber bevor wir anfangen, können wir eine kleine Pause machen. Okay, gut. Okay. Jadi kita akan berehat seketika, tetapi sebelum itu nak sebutkan kepada anda semua bahawa hari ini kita akan belajar mengenai ataupun bagaimana kita dapat menceritakan ciri-ciri seseorang tersebut. Betul kan, cikgu? Yeah. Okey, tetapi sebelum itu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Frau Bas dan juga Frau Linda. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu bahasa Jerman. Jadi izinkanlah kami untuk berbahasa Jerman mulai sekarang. Frau Linda, genau. Machen wir los. Aber yep. Before ya, saya kena sebut lagi sekali dalam bahasa Melayu sebelum kita lupa pula untuk amalkan SOP. Tadi pun kita dah angkat barang untuk susun kan cikgu? Uh-huh. Apa kata kita amalkan SOP di belakang cikgu tu adalah dia pembahasan kuan di cikgu untuk cikgu di sini pun ada di meja sini. Cikgu, silakan cikgu. Okay. Silakan kita amalkan SOP terlebih dahulu ya. Hampir terlupa. Ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Okay, silakan cikgu. Saya pun akan pakai sekali. Baiklah, tangan kita dah bersih. Bolehkah kita mula? Boleh. Los! Fangen wir an. Okay, gut dann. Bitte schön. Okay, ich komme wieder. Mhm. Ja, wir haben schon kennengelernt. Mhm. So, ich bin Frau Linda und das ist Frau Bas und hier ist Sean. Ja. Ja? Und wer haben wir hier? Okay, die beiden Personen, ja? Mhm. Okay, vielleicht kennst du Sean, diese beiden Personen? Oh, natürlich kenne ich die, ja. Das ist, oder die ist Cinderella. Und er ist Prinz Charming. Ja, richtig. Ja? Aber das ist auf Englisch. Ja, oh, okay. Ja? Mhm. Ja? Auf Deutsch, das ist Aschenputtel. Oh, ach so, ja, genau. Ja, Aschenputtel, ja. Mhm. Und hier ist der Prinz. So, alles klar. Okay, jetzt weiß ich. Okay, gut dann. So, jetzt in meinem Hand gibt es Adjektive. Ja? Adjektive, was ist das? Oh, zum Beispiel, okay, ich habe zum Beispiel lange Haare, okay, große Augen und kleine Nase und schmale Lippen. So, dieses Adjektiv ist irgendwas zum Beschreibung. Genau. Ach so, okay, richtig. Alles klar. Ja. Okay, so jetzt. Okay, was habe ich? Ja, so ich habe jetzt kurze braune Haare. Ja, kurze braune Haare. Okay. So soll ich jetzt einkleben. Okay, so ich glaube hier, ja, klebe ich ein, ja, kurze braune Haare. Ach so. Mhm. So dieses hier ist die Adjektiv sind kurze und auch braune? Ja, genau. Okay. Okay, und dann? Große, schwarze Augen, ja? Mhm. Okay. Dann klebe ich auch ein. Große, wo? Klebe ich ein hier, ja? Große, schwarze Augen. Genau. Okay. Und danach breite Nase, ja? Breite Nase. Hier auch. Ja, gut. Okay. Und dann, ich habe schmale Lippen, ja? Schmale Lippen. Ja? Okay. Und dann klebe ich ein. Oh, hier, wo ist? Schmale Lippen, ja? Schmale Lippen heißt die Lippen. Ah, die Lippen, ja? Hier, ja? Ja, aber
Ja. Schmal. Schmal ist ich habe ich die. Okay. Ja, okay, gut dann. Okay, und danach habe ich weißes Hemd mit weißen Handschuhen. Weißes Hemd mit weißen Handschuhen, alles klar. Okay. Ja, alles klar. Okay, so klebe ich hier ein. Okay. Und dann habe ich rote Hose. Rote Hose, ja. Rote Hose. So, wo liegt rote Hose? So, ich klebe hier ein. Mhm. Okay. Mhm. Und danach, was habe ich noch? Ich habe schwarze Schuhe. Ja? Schwarze Schuhe. Schwarze Schuhe. Genau, okay. Schwarze. Mhm. So, klebe ich hier ein. Okay. Mhm. Und dann der letzte Kart. Ja, das heißt romantisch. Ja. Ja. So klebe ich hier ein. Okay. So, das ist der Prinz. Mhm. Ja, er hat kurze braune Haare. Mhm. Er hat auch schmale Lippen, große schwarze Augen. Mhm. Und dann er hat auch breite Nase. Ja. Und er trägt weißes Hemd mit weißen Handschuhen. Ja. Mhm. Er trägt auch rote Hose und schwarze Schuhe. So, der Prinz ist ein romantischer Prinz, ja? Also, ich habe eine Frage, ja? Ja, bitte schön. Ich habe gemerkt, dass es gibt hier kurze und danach braune. Also muss man erstmal die Adjektiv für die große und danach mit die Farbe. Genau, richtig. Zum Beispiel für die Hose, ist dir die oder das? Hose. Die Hose. Die Hose, okay. Mhm. Für die Hose. Kann man auch sagen, die lange rote Hose? Genau. Sehr gut. Super gemacht. Dankeschön. Und jetzt glaube ich bin dran. Ja, du bist dran. Ja, okay. Ja, bitte schön, Sean. Ja, mit, das ist die Kasche. Okay, Aschenputtel heißt es. Okay, ich habe hier lange blonde Haare. Okay, ich glaube, das ist die Haare. Genau. Und muss ich hier oben hier oder hier? Oh, ich glaube hier. Ja, beide geht. Kein Problem. Okay. Lange blonde Haare. Genau. Sehr schön. Wie ich? Ja, ich habe keine Haare. Okay, und die nächste ist schöne blaue Augen. Aha. So, Augen sind die hier. Die Augen, richtig. Die Augen sind blau. Mhm. Und auch schön, deswegen schöne blaue Augen. Und jetzt haben wir kleine Nase. Es ist die Gegenteil von was der Prinz hat. Oder? Ja, genau, ja, richtig. Ja, der Prinz hat breite Nase und die Aschenputtel hat kleine Nase. Kleine Nase, richtig. Ich lege das oder klebe ich da hier an. Nächste habe ich fulstige Lippen. Ja, okay. Das ist auch das Gegenteil von schmale Lippen. Ach so, es ist okay, verstehe ich, ja. So, wulstige, der Gegenteil von pulstige ist schmaler. Genau. Alright. Okay, und nächste habe ich hellblaue Handschuhe. Ja. Hellblaue Handschuhe, okay. So, die Handschuhe sind, ich glaube, hier, ja? Ja, richtig. Soll ich hier ankleben, hier? Ja. Okay, mache ich hier. Und ich habe auch gemerkt, hier es ist hellblaue Handschuhe. Hellblaue. So, das bedeutet, es ist nicht so, zum Beispiel blau und hell sind, hellblau sind irgendwas heller als die Haarfarbe. Nicht so blau. Ja, nicht so blau. Okay, genau, nicht so blau. Nicht so blau. Und jetzt haben wir auch schönes blaues Kleid. Richtig. Auch irgendwas anderes. Zum Beispiel der Prinz hat Hose an und Aschenputtel hat ein Kleid an. Kleid so, das ein. Kann ich hier ankleben. Oder vielleicht hier auch, ja? Ja, ich glaube, das ist. Ach so, hier, genau! Ja, okay, vielleicht. Moment, ja. Ich muss das hier. Tut mir leid, Entschuldigung, ich habe das falsch gemacht. Kein Problem. Ja. Ach so, geht auch. Jetzt ist das wichtig. Mhm. Und am letzten, sie ist wunderschön. Ja, gut. Und hier habe ich hier an. Also, ich sag mal nochmal. Ja, bitteschön. So, Aschenputtel hat schöne Augen, schöne blaue Augen. Lange blonde Haare. Sehr schön. Ja. Sehr schön, ja. Fulstige Lippen, sage ich richtig? Ja, fulstige Lippen.
kleine Nase, ja. Hellblaue Handschuhe, ja, ja, schönes blaues Kleid. Ja. Sie ist wunderschön. Genau, richtig. Dankeschön. Ja, sehr gut. So, wir sind fertig mit dieser Aktivität. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Okay. So, wir haben schon viele Adjektive zu Aschenputtel und auch zu dem Prinz gelernt. Ja. Ja. Und jetzt es ist Zeit zum Spiel. Ah, ja. Ich mag Spiel. Ja. So, wir spielen jetzt ein Spiel und das Spiel heißt Memory Spiel. Ach so, ja. Wie spielen wir das? Okay, wie spielen wir das? Ja, wie spielen wir das? Ich zeige euch ein Beispiel. Okay. Ein Beispiel. Es gibt hier 12 Karten mit Nummern. Ja. Okay? So, hinter diesen Karten gibt es Adjektive und auch Bilder. Okay? Okay. So, ich zeige euch nochmal ein Beispiel. Okay. Also, ich spiele mit Frau Linda jetzt. Okay, ja. Ja, sollen okay, wir, gerne. Wechseln oder nein? Oh, okay. Okay, geht so, ja, okay. Ja, es geht. Ja. Weitermachen, ja. Okay, und Frau Linda, kannst du bitte 2 Nummern auswählen? Ja, gerne. Okay, jetzt ich möchte Nummer 1 und Nummer 5, bitte. Nummer 1 Nummer und 1 Nummer 5. Soll ich das drehen? Ja, du kannst die Karte öffnen. Öffnen, okay. Hier? Ja, so. Okay, Moment. Also von unten nach oben. Ach so, hier. Genau. Ah. Ja, siehst du, das ist ein Bild. Ein Bild, okay. So 1 und? 5. Okay, so hier und hier. Na, jetzt, das ist das Adjektiv Spitzennase. Nase. Ist das richtig? Okay. Und passt das? Ja, passt. Passt das Adjektiv Spitzennase? Ich glaube, ja. Genau. Spitzennase heißt Spitzennase. Okay. So, das ist ein bisschen genau, so. Ein bisschen. Okay. Ja. Richtig. So, dann Frau Linda bekommt jetzt eine Punkte. Oh, wow! Okay, danke schön. Sehr gut. Ja. Okay. Okay. Und jetzt wer bist dran? Ah, du bist dran. Okay. Bitte schön. Ich nehme die Nummer 2 okay. und 6. 2 und 6. Mhm. Okay. 2. Oh, Moment. Oh, okay. Okay. Und das ist ein Bild. Ja? Ja, okay. Ein Bild. Und wir sportlich. Genau. Und das ist sportlich ein Adjektiv. Mhm. Okay. Passt das Adjektiv sportlich zu dem Bild? Ich glaube nicht. Ja, das nein. Ist irgendwas mit Haare genau. Und. Genau. Ja. Das passt nicht. Passt nicht. Ja. Okay. Dann. Soll ich musst das? Du die Karte zurückkleben. Okay, mache ich. Ach okay. So spielen wir das. Ja. Okay, Moment. Okay. Jetzt, das ist nur ein Beispiel. Okay. Ja. Jetzt werden Frau Linda mit Sean zusammenspielen. Ach so, okay. Ja. Machen wir. Okay. Ja, so. Okay. So, wer möchte anfangen? Ich möchte anfangen. Ja, okay. Bitte schön. Dankeschön. Ich möchte Nummer 3 und Nummer 8. Nummer 3 und Nummer 8. Ja. Also, ich öffne die Karte, ja? Bitte schön. Nummer 3. Das ist das Adjektiv. Aha, schwarze Jacke. Mhm. Und die Nummer 8. Ah, lockige Haare. Ein Adjektiv. Ja, lockige Haare. Hmm. Die beiden passen nicht. Ja. Die beiden passen nicht. Also wir brauchen eigentlich ein Bild und auch ein Adjektiv. Ja, okay. Passende Adjektiv. Das passt nicht. Das ja. passt nicht. Dann genau. muss ich die Karte zurückleben. Ach, okay. Leider. Oh, nein. Aber du musst das erinnern. Ich glaube, ich habe das Antwort für diese Adjektiv. Genau, du okay. bist klug. Oh, Frau Bas, ich glaube, du brauchst nicht das schließen. Ich glaube, bin ich dran? Ja, genau. Du bist dran, ja? Okay. Ich habe das Antwort. Es ist Nummer 2. Ja. Ich mache das auf. Und Nummer 8. Super. Du hast das super gemacht. Yeah. Habe ich einen Punkt bekommen? Genau. Eine Punkte für dich. Okay, gratuliere. Ja, danke, schon. Danke, ja. danke. Okay. Soll ich das nehmen? Ja. Okay, danke schön. Und? Du hast das richtig gemacht. Okay. Das heißt, du kannst weiter spielen. Ach so. Okay. Okay. So. Ich nehme Nummer 4. Nummer 4. Okay. Und auch. Und vielleicht Nummer 9. Nummer 9. Okay, ich probiere. Wir öffnen die Karte. Ah.
Oh, mein Gott, das ist richtig gemacht? Ja, richtig. Super, so, das Adjektiv heißt braune Augen. Okay. Und das ist das richtige Bild. Ja. Oh, passt sehr gut. Ja, braune Augen. Danke schön. Wow, okay. Ich glaube, wenn ich das alles mache, es ist unfair. Also ich Moment. Glaube, ich kann, ja? Wie viele Punkte hast du schon? Ich habe jetzt 2 Punkte. Zwei. Wow, nein. Sehr gut. Vielleicht ich kann Frau Linda, vielleicht kannst du auch weiterspielen oder soll ich weiterspielen? Ich glaube, du sollst weiterspielen. Okay, dann mache ich. Ich wollte ein Gentleman sein, aber es ist egal. Ja, so, vielleicht nehme ich Nummer 12. Nummer 12. Und Nummer 6. Nummer 6. Ich probiere. Okay, machen wir. Ich versuche. Sportlich. Mein Gott! Wow. Das ist wirklich okay, schon bis zum Ende schon. Okay, danke schön. Okay, das ist. Ja, wir haben das nicht geübt, ja? Ja. Okay, jetzt probiere ich nochmal Nummer 3. Du 3 Punkte, ne? 3 Punkte. Genau. Okay, Nummer 3 und Nummer 7. Nummer 3 und Nummer 7, okay. Okay, schwarze Jacke. Nein, leider. Ja. Okay. So das Adjektiv heißt schwarze Jacke. Ja. Das Bild hat mit Mund oder mit Lippen Mund. Zu tun. Etwas mit Lippen. Okay. Oder Sahne, ja. Okay. Ja. Das könnte so auch wir sein. Wir gucken mal. Ne? Okay. Okay. So ich klebe das so. Okay. Frau Linda, du bist dran. Oh, danke schön. Ja. Ja. Okay. Moment. Okay. Frau Linda kann. Weitermachen, also weiterspielen. Vielleicht, ich möchte Nummer 10 und Nummer, 10? Nummer 3. Nummer 10 und Nummer 3. Nummer 10. Ah, nein. Großer Mund. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe heute keinen Glück, ja? Ich glaube, ich habe etwas zu sagen. Vielleicht. Okay, vielleicht. Okay, okay so. Zurück. Schwarze Jacke an. Okay. Und großer Mund. Okay. Okay. Jetzt ist schon dran. Okay, so vielleicht Nummer. Oh nein, ich habe vergessen. Moment. Nummer 11. Nummer 11. Und Nummer 7. 11 und Nummer 7. Ja. Okay. Aha. Ja, das ist eine schwarze Jacke. Oh nein! Jetzt bin ich dran. Oh, okay. Frau Linda, du bist dran. Okay, danke schön. Okay, Frau Linda. Ja, du bist jetzt dran. Ich möchte Nummer 3 und Nummer 11. Nummer 3. Nummer 3. Schwarze Jacke. Ich glaube, das ist schon richtig. Ja! Yeah. Wow, super, sehr gut. Dankeschön. Und ja. Frau Linda hat jetzt, ich habe vergessen. Eine, oder? Zwei. Zwei Punkte. Zwei Punkte, ja? Ja? Eine, glaube ich. Eine, nur eins. Nur eine, ja, okay, eine Punkte. Das ist war das Beispiel. Okay, ach das so. War das war Beispiel. Ja. Okay. Und Frau Linda kann. Weiterspielen. Ja, natürlich. Ja, Nummer 7 und Nummer 10. Es gibt noch 2 Karten. Ja, noch ja. 2 Karten. Es gibt nur eine Antwort. Okay. Hier. Okay, und? Richtig. Richtig, sehr gut. Yeah. Super. Und wie viele Punkte Dankeschön. Haben wir? So, Frau Linda hat 2 Punkte, glaube ich, ja? Ja. Und Herr Sean hat 3 Punkte. Wow. Okay. Das du, bedeutet, das heißt, ich habe gewonnen? Genau. Ja, du hast gewonnen. Oh, yay, danke schön. Sehr gut. Ja, gut. Okay, so ich habe 3 Punkte und okay, danke schön. Aber ich finde das wirklich, wirklich interessant. Aber für die, die zu Hause sind, vielleicht kann ich erklären auf Malaysisch, ja? Genau. Ja, okay, ja, kepada mereka yang menonton di rumah, apa yang kita baru sahaja habiskan untuk segmen ini, di mana kami pun telah mempelajari terlebih dahulu adjektif di mana kami menerangkan ciri-ciri seseorang tersebut berkenaan dengan rambut, dengan mata, dengan mulut dan juga pakaian dan juga dari segi sifat ataupun ciri-cirinya. Tersebut pula bahasa Jerman ya. Sebagai contoh ya, di sini dia adalah sangat-sangat cantik dan beliau pula the prince adalah sangat romantik ya. Betul. Dan untuk sekarang kita telah pun mempelajari ataupun menjalankan aktiviti di mana kita telah padankan gambar dengan adjektif tersebut. Memang sangat menarik. Apakah yang kita akan belajar selepas ini? Okay, kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM.
Dide TV KPM. Guten Tag. Anda sedang menonton Mahir di Dide TV KPM. Nampak tak bibir saya dah semakin cantik dan saya pula ada rambut. Bersama dengan saya Sean Bieber. Bukanlah. Ini sebenarnya Sean Steven. Bersama juga dengan Frau Bas dan juga Frau Linda untuk mata pelajaran kita, iaitu bahasa Jerman. Jom kita bahasa Jerman. Wir machen weiter an. Okay. Nein. Ya, betul. Ya, yeah, genau. Ya, yeah. Okay. Los geht's. Okay, yes, ya. Yeah. Sean, was haben wir hier? Erinnerst du dich noch? Ja. Wer ist das? Das ist der Prinz. Aha, genau, richtig. Yeah. Okay, jetzt, yes. Wir haben schon viele Adjektive gelernt. Mm. Und jetzt machen wir weiter mit dem Prinz, ja? Beschreiben. Wie beschreiben wir? Ja? Ja. Okay, zuerst ja, müssen wir drei wichtige Fragen antworten, ja? Genau. Okay. Mhm. Ich zeige euch, welche Frage ist das? Okay. Mhm. Okay, die erste Frage ist, wer ist das? Okay. Mhm. Schauen, schauen. Wer ist das? Okay. Wer ist das? Das ist der Prinz. Okay. Ich habe die Antwort hier. Yeah. Ach so, oh, ich schon das hier. Okay, ich habe das nicht gesehen. Okay, das ist okay. Soll ich das alles lesen? Genau. Okay. Ja, bitte schön. Das ist der Prinz. Mhm. Er ist ein romantischer Mann. Er heißt Prinz Charming. Sehr gut. Richtig. Super. Ja. Okay. Das machen wir. Ja, die Beschreibungen. Ach so, alles klar. Okay, jetzt die zweite Frage. Ja. Okay. Mhm. Wie sieht er aus? Okay. Schon. Wie sieht er aus? Ja. Okay. Okay. Oh, auf, und jetzt habe ich schon da. Du kannst sagen, die Augen, wie die Augen aus. Ja. Wie sieht die Haare aus? Und was er anhabt auch? Ja, anhabt ist die dritte Frage. Ach so, alles klar. Okay. So, das aber ist nur das Aussehen. Okay. Soll ich das lesen? Mhm. Ja. Okay, er hat kurze braune Haare, er hat ein paar schwarze Augen hier und eine breite Nase. Richtig. Er hat auch schmale Lippen. Richtig. Genau. Okay. Richtig. Super, ja. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Sehr gut schon. Dann die letzte Frage. Mhm. Jetzt, was trägt er? Ah, also was er Verkleidung an, das ja? Genau, genau. Ja, genau. Okay, so was trägt er? Und ich soll so antworten. Genau. Er trägt ein weißes Hemd. Richtig. So, hier ein weißes Hemd mit ein paar weißen Handschuhen. Gut. Dazu trägt er auch eine rote Hose und ein paar schwarze Schuhe, wie ich. Perfekt. Aber nur für die Schuhe, nicht die Hose, ja? Ja, super. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut. Okay. Hast sehr gut gemacht. Ja, du hast alles richtig gemacht. Okay, dann wiederhole ich jetzt, ja, was haben wir gerade gemacht? Okay. Das ist der Prinz hier. Er ist ein romantischer Mann. Oh. Er heißt Prinz Charming. Ja. Er hat kurze braune Haare, ein paar schwarze Augen, breite Nase, genau, schmale Lippen. Ja? Ja. Er trägt ein weißes Hemd mit ein paar weißen Handschuhen. Ja? Okay. Dazu trägt er auch eine rote Hose. Ja? Ja. Okay, und ein paar schwarze Schuhe. Genau. Ah. Okay, alles klar? Alles klar, jetzt verstehe ich. Ja. Und dann, wir haben schon vor diesem Adjektiv, haben wir vorher gelernt, wegen des Adjektivs, wo wir erstmal lernen, wie man beschreiben kann, oder beschreiben kann. Und danach haben wir eine lange oder ein paar Sätze gemacht. Ja, die Beschreibungen, ja? Beschreibungen, alles klar. Und jetzt, was machen wir? Okay, jetzt machen wir noch eine Aktivität. Oh, okay. Und das ist, tada! Meine beste Freundin. Ah. Ist das wirklich deine beste Freundin? Okay, das ist eigentlich meine beste Freundin. Aha. Sie heißt Sarah. Okay. Ja. Hallo Sarah. Aber, ja? Aber ihr Aussehen ist nicht komplett. Genau. Okay. Sie hat kein Haar. Sie hat keine Haare. Ja. Keine Augen. Mhm. Ja. Keine Nase. Ja. Keine Lippen. Und auch kein schönes Kleid. Genau. Schade.
Okay? Ja. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen das komplett machen, oder? Genau, richtig. Okay, Frau Linda, du hast jetzt Umschläge vor dir. Ja. Kannst du bitte einen Umschlag nehmen? Mhm. Ja, okay, also. Genau, das sind für die Haare. Okay. Aber wir müssen nur ein Adjektiv auswählen. Auswählen, ja. Genau. Okay, okay. So, welche Nummer? Nummer 1 oder Nummer 2? Ja, schon. Bitte schön. Erste Haare oder zweite Haare? Ich glaube, ich nehme die erste. Die erste? Ja. Kannst du bitte das Adjektiv in den Umschlag lesen? Ja, ich nehme. Okay, was haben wir? Okay. Kurze, lockige Haare. Ja, okay. Kennst du diese Adjektiv? Kurze, lockige Haare. Das ist irgendwas mit Haare, und die sind kurz und auch in, zum Beispiel full oder fröhlich. Ja. Ja? Lockige Haare. Lockige, okay, ja, okay. Und schon, hinter dir gibt es einige. So, hier. Es gibt zwei verschiedene Haare. Und ja, kannst du bitte wählen, welches Haar, welche Haar passt zu kurze, lockige Haare. Ach so, okay. So, hier, ich habe zwei. So, eine davon ist lang und blond. Und hier, ich glaube, das ist lockige. So, genau. Das hier ist das andere. Ist das wichtig? Richtig, sehr gut. Ah. Und kannst du bitte die lockige Haare. Soll ich das ankommen? Auf meine beste Freundin. Okay, ich gehe da, ja? Bitteschön. Okay, so hier, also, ist das richtig? Ah, wie schön. Okay, sehr schöne Haare. Okay. Sehr gut, danke schön. Jetzt bitteschön. Meine beste Freundin hat lockige Haare. Sehr schön, ja. Okay, jetzt machen wir weiter. Okay. Wir wählen noch einen Umschlag für die Augen. Bitteschön. Für die Augen, welche schon ist? Soll ich wählen, ja? Vielleicht ich wähle die zweite Augen. Zweite Augen. Okay. Ich glaube, hier haben wir zwei verschiedene Augen auch. Genau. Wow. Hier. Und? Okay. Große blaue Augen. Aha. So, hier an meiner rechts ist braune und an meiner links ist irgendwie grün oder blau. Blau. Ah, ich glaube, das ist blau, ja. Okay, so, ich glaube, es ist hier große blaue Augen. Ist das wichtig? Sehr gut, richtig. Yay, wow. Kannst du bitte die blauen Augen auf meine beste Freundin kleben? Hier. Dankeschön. Wow, es sieht sehr schön aus mit blauen Augen und auch die Haare. Ja, die sieht sehr schön aus mit großen blauen Augen. Okay, wir machen jetzt weiter. Also, was haben Frau Linda noch? Der Mund? Genau, für den Mund. Okay, eins oder zwei. Vielleicht oder nehme ich nochmal zwei. Zwei nochmal, ja. Ja. Und für... Mund ist auch für Lippen. Lippen, ja. Ist das der, die oder das Mund? Der Mund, oder? Der Mund. Der Mund, genau. Okay. So, hier habe ich den Mund. Ich habe hier ein, zwei davon. Okay. Wulstige Lippen. Aha. Okay. Wulstige Lippen. So, hier, ich habe zwei. Weiß nicht, ob die sehen kann. Hier. So, das hier ist schmale. Genau. Schmale Lippen und wulstige. Ja, wulstige. Und das ist die richtige Antwort? Genau. Ja. Richtig. Sehr gut. Ja. Und hier. Wow, sehr schön. Sie sieht sehr schön aus. Ja. Okay. Aber etwas fehlt. Es gibt keine Nase noch. Ja, ich kann nicht. Sie hat noch keine Nase. Ja, genau. Ja. Okay, so machen wir weiter. Bitte schön. Nase, ich nehme Nase 1. Nase 1. Ja. Bitte. Nase 1. Ich glaube, ich habe hier auch zwei verschiedene Nase. Oh, tut mir leid. Okay. Okay. Bitte schön. Kleine Nase oder breite Nase, oder? Aha. Oder ja, große breite Nase. Oder das große. Ist breite oder große Nase. Ich habe kleine ausgewählt und ja, hier, kleine Nase. Super. Okay. Oh, wow. Okay. Die hat jetzt kleine Nase. Ein ganz interessante Freundin du hast, ja? Ja. Und jetzt?
der letzte Umschlag. Ja. Der letzte? Ja, bitte schön. Kleidung. Okay, Kleidung. Ich nehme Nummer 1. Nummer 1. Kleidung. Oh, hier, genau. Okay, Moment. Ich nehme das hier auf. Wir haben auch zwei Kleidung. Zwei Kleidung. Oh, wow. Oh, oh, tut mir leid nochmal. So, hier. Ich habe hier was Rotes und was Blaues. Okay, so blaues Kleid. Blaues Kleid hast hier du genommen. Oder hier. Ich glaube das hier, ja? Richtig. Blaues Kleid. Und das ist auch nur für Frauen. So hier. Oh, wow. Sehr gut. Okay. Dankeschön, Sean. Bitteschön. Meine beste Freundin ist jetzt komplett. Komplett, ja, okay. Sehr schön. Sieht sehr schön aus. Wirklich schön aus. Mhm. Und so, ja, ich denke hier, ich kann noch mal beschreiben, ja, genau. Soll ich? Ja, so, bitteschön. Wie heißt deine beste Freundin? Sie heißt Sarah. Okay, mhm. Sarah. So, ich glaube, ich kann diese drei Fragen benutzen, genau. Ja? Da, ja? Das Frau Linda. Ja, die drei Fragen. So, die erste ist, wer ist das? Aha. Wer ist das und das wer ist? Das? Ja, okay. Das ist meine beste Freundin. Okay, und sie heißt Sarah. Sehr gut, sie okay. heißt Sarah. Das ist die erste Frage, ja? Ja, erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie sieht er aus? Oder sie. Wie sieht sie. Sie aus, weil genau. sie ein Frau sind, genau, ein ist. Frau. Okay, so hier. Sarah hat lockige. Ist das richtig? Lockige, richtig, braune Haare. Lockige, braune Haare. Braune Haare, richtig. Okay. Und? Sie hat groß blauen Augen. Genau, große okay. blauen Augen. Und sie hat auch eine kleine Nase. Sehr gut. Ja. Sie hat auch eine fulstige Lippe. Lippen, sehr gut. Super. Und die letzte Frage. Ja. Was trägt er? Ja, oh, was trägt sie? Ja, genau. Was trägt sie? Sie trägt eine blaue Kleid an. Okay, ein bisschen. Okay. Ein blaues Kleid. Ein blaues Kleid. Genau. Ach so, okay. So, das ist deine beste Freundin Sarah. Ja, danke schön. Sean. Okay, so ich würde das nochmal auf Malay sagen, ja. Für die zu Hause sind. Danke pada mereka yang menonton di rumah sekarang, apa yang anda baru saja ataupun apa yang kita bersama-sama telah mempelajari adalah bagaimana kita dapat menerangkan ciri-ciri ataupun secara pemakaian dan juga penampilan seseorang tersebut. Ya, kita mulakan dulu dengan yang maksudnya adalah minor best friend ada ataupun apa namanya kawan baik. Ya, kawan baik cikgu Bazila ataupun kau Baz ya, di mana dia ataupun beliau mempunyai rambut kerinting. Kenal. Rambut kerinting berwarna coklat. Ya. Yeah. Dan juga mata yang besar ataupun dalam bahasa Jerman adalah große blaue Augen. Ya. Dan selepas itu adalah perkenangan hidung di mana dia mempunyai hidung yang kecil ataupun kleine Nase. Und danach mit die Lippen ataupun dengan mulut dia ataupun bibir dia mempunyai bibir yang tebal. Genau. Adakah itu betul? Ya. Yeah. Yeah. Okey. Dan seterusnya pula adalah dengan pakaian. Beliau ataupun dia memakai pakaian berwarna biru ataupun ein blaues Kleid. Ein blaues Kleid. Di situlah kita dapat menerangkan ciri-ciri ataupun dari segi penampilan dia, ya. Betul, Syah. Ya. Dan seterusnya pula, kalau anda nak tahu apa lagi yang kita akan belajar dalam bahasa Jerman ni, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kita ataupun biar makan eine kleine Pause, ya, das ist auf German, kita buat kita akan berehat seketika. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. KPM. Hallo alle zusammen, wir sind zurück mit Mahir
Didik TV KPM. Ya, sebelum ni kita dah belajar dah banyak benda, tetapi sebelum tu apa kata kita minta guru-guru kita yang ada bersama kita dalam bahasa Jerman untuk memberi kesimpulan. Okay, so vielleicht Frau Linda, du kannst anfangen mit unserer Zusammenfassung. Okay, gerne. Ja. Ja. So, wir haben gerade ja viele Adjektive gelernt, ja? Schon, erinnerst du noch, ja, die Adjektive? Ich glaube ja. Ich erinnere es noch. Vielleicht kannst du es sie sagen? Okay, vielleicht ja, ich fange an mit die Nase, ist das okay? Ja. Mhm. Okay, hier wir haben zwei Adjektiven gelernt. Das ist breite Nase oder kleine Nase. Ist das richtig? Richtig. Okay. Und danach haben wir auch mit Lippen gelernt. Ja, genau. So wir haben eine feuchtige Lippen. Genau. Oder richtig. Eine schmale Lippen. Mhm. Mhm. Ja. Auch irgendwas Wichtiges. Die Haare, was ich nicht habe. Ja. So, wir haben zwei gelernt. Lange blonde Haare. Ja. Kurze braune Haare. Auch lockige Haare. Genau, richtig. Lockige braune Haare. Mhm. Wie Frau Bas beste Freundin. Yeah. Ja. Okay. Und dann haben wir auch mit Augen gelernt, ja? Ja. Hier haben wir ein paar Augen. So, das hier ist vielleicht große. Große, ja. Schwarze Augen. Richtig. Wir haben auch hier nicht blauen, sondern braune Augen. Braune Augen. Es gibt auch hier wie deine beste Freundin. Richtig. Große, blaue Augen. Ja. Ja. Wir haben auch gelernt mit die Kleidung oder was er trägt oder sie trägt, ja? Ja, ja. Zum Beispiel ein blaues Kleid. Ja, genau. Blaues Kleid oder ein rotes Kleid. Genau. Oder rote Hose. Genau, richtig. Ja, so haben wir, ist das alle oder gibt es noch? Ja, ich glaube schon alles, oder Frau Bas? Ja, schon alles, was wir heute gelernt haben. Aha. Ja, du bist eine gute Schüler. Oh, danke schön. Ich bin gut, weil meine Lehrerin gut sind. Oh, ja. Danke schön. Ja. Ja. Okay. Und, okay. Ja. Bevor wir enden, hast du irgendwas zu sagen, bevor wir enden? Ja. Mhm. Bitte schön. So, ich hoffe, ja, alle Schüler und Schülerinnen, ja, Zuschauer und Schauerinnen, haben diese Lektion verstehen, ja? Und Frau Bas, bitte schön. Ja. Okay. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Mhm. Ja, viel Spaß beim Lernen. Und ich hoffe, dass wir, dass ihr das heutige Lektion gut verstehen haben. Ja. Genau. Ja, gut verstanden ja, ich wollte auch sagen, dass ich muss mich Entschuldigung sagen, weil mein Deutsch ist auch nicht so gut, aber wir lernen zusammen. Genau. Ja? Ja, genau. Und heute, es gibt noch zwei Tage für unsere Unabhängigkeit-Tag. Ja? Mhm. So, dalam masa dua hari lagi, kita akan menyambut hari kebangsaan kita. Jadi sebelum Richtig. Tu, mungkin cikgu pun boleh mengajar bagaimana kita sebutkan selamat menyambut hari kebangsaan dalam bahasa Jerman. Silakan cikgu. Okay. Ich wünsche euch ja, alles Gute zum Nationalfeiertag und Unabhängigkeit. Ja, genau. Ich wünsche euch auch schöne Ferien. Ya, genau. Danke schön. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, ya tinggal lagi 2 hari untuk hari kebangsaan kita. Jadi pastikan anda kibarkanlah jalur gemilang kita dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Tetapi sebelum tu, jangan ke mana-mana. Tontonlah satu video daripada murid kita yang akan juga memberikan salam ataupun ucapan dalam bahasa Jerman berkaitan dengan hari kebangsaan kita. Dan kita akan berjumpa lagi di Mahir Diri TV KPM. Auf Wiedersehen! Tschüss! Hallo und Assalamualaikum alle zusammen. In Verbindung mit dem Monat der Unabhängigkeit, ich möchte sagen, dass ich liebe Malaysia. Du bist die erste liebe Malan Malaysia. Stolz. Ich liebe mein Land Malaysia. Du bleibst immer in meinem Herzen. Malaysia, respekt.
für dich. Du bist die erste Liebe, mein Land, Malaysia. Malaysia ist ein schönes Land. Malaysia in meinem Herzen. Malaysia ist ein schönes Land. Ich liebe mein Land, Malaysia. Malaysia, Respekt für dich. Ich liebe mein Land, Malaysia. Malaysia in meinem Herzen. Ich liebe mein Land, Malaysia. Du bleibst immer in meinem Herzen. Ich liebe mein Land, Malaysia. Du bist die Erste, mein Land, Malaysia. Stolz auf dich, Malaysia. Du bleibst immer in meinem Herzen. Du bist die Erste, Liebe, mein Land, Malaysia. Malaysia ist ein schönes Land. Stolz auf dich, Malaysia. Ich liebe dich, Malaysia, mein Land. Die erste Liebe, mein Land, Malaysia. Ich liebe mein Land, Malaysia.